Wir kommen heute zu einer weiteren Folge von Zum Beidel. Da ja aktuell das Halloween-Event noch aktiv ist, will ich die Gelegenheit nutzen und meine Kartoffelfamilie kräften. Und dazu nehme ich euch heute mit. So, wie sieht es aktuell aus? Im Moment ist es so, dass ich Maurice tatsächlich schon genug gefüttert habe, dass ich das erste Item bekommen habe und auch schon fleißig Seelen eingesammelt habe. Das heißt, ich habe jetzt über 50 Seelen, oder beziehungsweise ich habe jetzt 50 Seelen. Und irgendwo hier wird auch das Item stecken. Genau, das ist das Slush-Ding. Mal gucken, das ist ja diese komische Flasche da unten. Also ein Rotten-Necrobär-Jug, womit ich eben 30 weitere Ghosts einsammeln kann. Und ansonsten ist interessant, also es geht da nicht sofort los mit der nächsten, mit dem nächsten Item, sondern es ist jetzt noch 14 Stunden, bis ich da das nächste Item dann hoffentlich zu Gesicht bekomme. Und es ist so, dass ich jetzt eben für jedes von diesen Feeds einmal weitere 5 Diamanten bekomme. Deswegen habe ich inzwischen auch schon eine ganze Reihe an Diamanten eingesammelt. Und eine Besonderheit ist auch Collect Diamonds. Während dieses aktiv war und noch nicht komplett ausgefüllt war, war jede Scroll, die ich bekommen habe, tatsächlich eine Diamant-Scroll. Das heißt, wenn ihr dieses Ding bekommt, auf keinen Fall überspringen, sondern einfach dann alle 5 Minuten die Scroll aufmachen und mal sehen, ob es so bleibt, dass dann tatsächlich, solange diese Aufgabe aktiv ist, tatsächlich dort immer Diamant-Scrolls rauskommen. Ich dachte schon, es ist vielleicht ein Exploit, das heißt, solange diese Quest sozusagen aktiv ist, auch wenn ich sie jetzt zwar erfüllt, aber noch nicht abgeschlossen habe. Aber so ist es dann nicht. Also danach haben die Scrolls dann doch wieder gewechselt und andere Formen angenommen. Etwas, was auch an der Stelle noch zu beachten ist, das Kill-Chest-Monster, das funktioniert nicht, wenn das ihr die Kisten über den Stern einsammelt, sondern ihr müsst dann tatsächlich die Kisten direkt anklicken. Aber das kann ich jetzt erst dann beim nächsten Mal erfüllen. So, hier habe ich jetzt auch wieder ein Problem. Ich soll ein Selfie mit einem lebenden König machen. Das Problem ist natürlich, wenn der König, so wie hier jetzt, dann ruckzuck stirbt. Mal gucken, ob ich es hinbekomme, weil das ist ziemlich knapp, dass ich den dann just in dem Moment noch erwische, sobald der... Oh, ja. Leider sofort gestorben und deswegen kann ich dann die Quest so nicht erfüllen. Das heißt, ihr müsst da ziemlich am Anfang, ja, wenn ihr noch wenig Damage habt, so einen König erwischen, um dann eben diese Selfie-Quest zu erfüllen. Eigentlich klingt die ganz trivial, aber ja, wenn der König in einem Rutsch stirbt, dann ist das deutlich schwieriger. In einem anderen Fall klappt es besser, weil es gibt auch ein Selfie, da soll man das eben mit einem von diesen Chess-Monstern machen. Da ist es ganz gut, da geht man einfach so weit hoch, bis man ein Chess-Monster erwischt, das man sowieso nicht killen kann. Dann kann man da das Selfie in aller Ruhe machen. Aber naja, das ist halt hier eben jetzt nicht möglich gewesen. So, mit der Area ist hier eh durch. Das heißt, hier erstmal noch das Zeug einsammeln, was er für mich da eingesammelt hat. Und nein, kein Blut dafür hergeben. Etwas anderes noch, bevor ich dann zum Kartoffelglück schreite, noch einen Blick in die Hölle, weil das hatte ich gar nicht mitbekommen. Das habe ich erst dadurch, dass ich im Wiki was zu Maurice nachgelesen habe, festgestellt, ah, Moment, hier gibt es tatsächlich ein neues Gebäude, das ich auch upgraden kann. Das werde ich jetzt an der Stelle nicht machen. Aber es ist so, dass eben es gibt 2 Level-Upgrades und jedes von diesen Leveln verringert dann diese wöchentliche Item, also die Sachen, die ich für ihn dann füttern musste. Im Moment waren es ja am Anfang 30 und es wird jeweils um 5 verringert. Dann kann ich mir ja relativ schnell ausrechnen. Das heißt, wenn ich 5 weniger brauche und diese 5 dann letztlich für Diamanten bekommen kann, dann sind das schon mal 25, die ich halt zusätzlich eben Diamanten bekomme. Das heißt, die 300 rechnen sich relativ schnell. Ich glaube, das andere sind dann nochmal 700, weil irgendwas stand da, dass das insgesamt 1000 kostet. Aber das werde ich jetzt noch nicht machen. So eilig habe ich es damit nicht. Außerdem kann ich ja jetzt schon Diamanten einsammeln. Und jetzt erstmal das Königreich wieder wechseln, damit natürlich meine Leute was zu tun haben. Okay, das geht jetzt erstmal hier rüber. Ich glaube, hier hatte ich auch schon die Monster eingesammelt, weil ich da eine andere Mission hatte. Genau, deswegen ist da ein Teil schon erledigt.
Und dann werde ich die jetzt mal... Ach, klar, jetzt hätte ich natürlich gleich schon mal die ganzen Zutaten kaufen können, weil die sind ja in dem anderen Königreich. Hier ist ja jetzt, glaube ich, ein anderer Item-Dump. Genau, hier ist das Christmas-Zeug. Da werde ich noch ein bisschen dann abwarten und dann mir hier die Items zu Weihnachten kaufen. Wofür auch sonst. Also gut, also nochmal zurück in die andere Welt, weil hier ist ja schon in der ersten Welt schon alles leer gekauft. Da gibt es nichts mehr im Dump, Item Dump, aber hier gibt es halt die ganzen Kartoffelzutaten. Also als erstes mal die Sachen eingekauft für Herr Kartoffel, also eine Kartoffel, ein Schuh und eine Kerze. Und dann für Frau Kartoffel nochmal Schuhe, eine weitere Kartoffel und einen Lippenstift. Das sind genau die Zutaten, die man braucht, um eine weibliche Kartoffel herzustellen, sozusagen. Haha. Genau, und dann gehen wir jetzt erstmal wieder hin in das andere Königreich, damit die eben was zu tun haben, während ich mit euch im Crafting-Dialog rumspuke. Also, einmal Activate All Skills. Ihr seht, inzwischen bin ich bei 210 Sekunden angekommen, was sozusagen meine Zeit dauert, dass hier diese Skills erweitert werden. Und übrigens hier ist diese Slowest Form, was ich beim ersten Mal irgendwie nicht so ganz zuordnen konnte, aber das ist damit gemeint. Das heißt, wenn man eben dieses Auto-Tap aktiviert, wird eben Bob automatisch jetzt aufgeweckt. Das war vorher nicht der Fall. Das heißt, die Boni, die zu bekommen sind, wenn Bob schläft, die kriegt man halt dann zumindest nicht, wenn man den Auto-Tap mitnutzt. Das heißt, wenn man nur die anderen aktiviert, dann könnte man auch noch da den School-Bonus, da gibt es glaube ich ein paar und noch ein paar andere Sachen. Ach genau, und es gibt jetzt natürlich noch mal wieder ein paar Diamanten einzusammeln. Nachdem ich euch das hier jetzt gezeigt habe, kann ich hier auch schon mal füttern, um hier die nächsten 4 Stunden laufen zu lassen, weil das andere dauert ja noch ein bisschen. Karl müsste ich dann aber auch vor dem nächsten Reset noch bis auf über Level 20 bekommen, das sollte kein Problem sein. Und hier sollte es auch relativ bald durchgehen. Aber jetzt eben zum eigentlichen Kern der Folge. Das Crafting, so, das ist eingesammelt und zum Glück ist es hier auf 2 Stunden aufgeladen, weil die anderen sind alle noch eine Weile beschäftigt. Das heißt, es sollte genug Crafting-Zeit da sein. Also erst einmal Herr Kartoffel. Ich brauche eine Kartoffel, ich brauche ein paar Schuhe und ich brauchte die Kerze. Das heißt, damit bekomme ich jetzt den Potato Man. Nochmal gucken, was hier alles reingeht. Also der hat 100% School Value. Okay, Geld ist jetzt nicht so relevant. Dann Boss Battle, da habe ich mehr als genug Ringe gekräftet. Das ist also kein großer Verlust. Und das Ding wird mir nicht angezeigt. Wo war die Kerze? Hier. 5% White Orb Drops. Und hier sind es jetzt eben 20% White Orb Drops, die er dazu geben würde. Aber dabei soll es ja nicht bleiben. Also damit Kartoffelmann erledigt und dann machen wir doch gleich seine sexy Partnerin dazu. Also einmal sexy Potato, Lippenstift und natürlich nette Schuhe. Also hier sind 3 To Uncommon Boss Drops, hier sind auch 3 To Uncommon und hier sind auch 3 und insgesamt macht das dann 15. Naja, insgesamt natürlich nicht, also normalerweise wären es 9, aber eben wenn man das zusammenkräftet, kriegt man auf jeden Fall einen größeren Bonus. Und damit Kartoffel-Lady. Aber wie das bei einer schönen Familie sein soll, endet das natürlich nicht da. Da ich jetzt schon 2 Kartoffeln habe, ist natürlich das Ziel, die 20% White Orb Drops und die 15 Uncommon Boss Drops mal zu verheiraten und mal gucken, was die denn als nettes Baby daraus bekommen. Da bekomme ich jetzt 30 Common Boss Drops. Das ist natürlich jetzt die Frage, lohnt sich das tatsächlich, die 20% auf White Orb Drops aufzugeben und dafür 30 Common zu machen? Im Moment wahrscheinlich nicht ganz, weil ich kann ja mal mit euch noch mal ganz kurz nachschauen, was so aktuell, bevor ich das Ding kräfte, tatsächlich hier an Boss Drops rauskommt. Mal gucken. Jetzt sollte gleich der nächste kommen. Also das Common hat eigentlich aktuell 2300 Orbs bereits beim Droppen, also zumindest in dem Level hier. Das heißt, 20% sind an der Stelle 460.
Und ich bekomme eigentlich nur 30 dazu. Also an sich ist es kein guter Deal. Es wäre wahrscheinlich sinnvoller, den Kartoffelmann zu behalten. Aber ist auch egal. Ich will die kräftigen Stufen zu Ende bauen und werde deswegen dann trotzdem die beiden zusammenbringen und die Kartoffeln hoffentlich mit ihrem Baby glücklich machen, obwohl das nicht sehr zufrieden aussieht. Aber egal. So, Baby ist jetzt in Vorbereitung und um das Ganze abzuschließen, mache ich jetzt nochmal den Skip. Und damit ist Babykartoffel auch abgeschlossen. Und das war es eigentlich schon für diese Folge. Weil vielmehr gibt es jetzt nichts Neues zu tun. Einfach nur hier eben diese Sachen anzuzeigen. Und jetzt kann ich natürlich noch eine ganze Reihe an weiteren Sachen kräften. Und am besten, ich fange hier gleich wieder mit dem nächsten Krug an. Das heißt, wenn ich die nächsten Upgrades dann bekomme, der sollte dann auch relativ bald fertig werden. Hier kommt dann mein nächster 6er Shared. Das heißt, da wird es dann nochmal deutlich mehr Skulls geben. Das dürfte dann auch 36 nochmal mit 6 multipliziert werden. Und hier arbeite ich schon an meinem nächsten War Shared. Und im Moment halt erstmal die Splinter für Splinter. Und ansonsten bin ich jetzt tatsächlich bald schon wieder auf 250, was sehr schön war, dass die ausgegebenen Orbs aber nicht dafür verloren waren, was hier das Zählen angeht. Das heißt, hier bin ich tatsächlich schon bei 414, auch wenn ich im Moment halt nur noch 246 habe. Das heißt, für die Errungenschaften hier zählt es trotzdem, auch wenn ich sie ausgegeben habe. Das heißt, da sind die zumindest nicht verloren gegangen. Und jetzt werde ich halt soweit weitersammeln. Einmal natürlich hier dafür schauen, dass ich Mauris weiter füttere und noch ein paar Diamanten abstaube. Und mit den Diamanten dann auch Mauris auflevele, sodass ich dann in der nächsten Woche auf jeden Fall nur noch 25 mal ihn was füttern muss, um dann das nächste Item zu bekommen. Auf jeden Fall bin ich jetzt eben auch schon ziemlich gespannt, was denn jetzt genau dieses nächste Item wird, weil mit 30 zusätzlichen Seelen war das ja doch ein ziemlich starkes Item. Und wie weit sie da andere Items haben, dass die dann nicht die Spielmechanik zu sehr aushebeln. Im Moment habe ich ja noch so eher die Schwierigkeit, dass ich gar nicht so schnell weiterkomme, wirklich auf das nächste Königreich abzuschließen. Also ich kann ja mal kurz rausgehen. Im Moment ist es so, dass ich so bei zwischen 1400 und 1450 hier tatsächlich dann lande und deswegen natürlich hier noch relativ weit entfernt bin, dieses Königreich fertig abzuschließen. Aber im Moment ist so langsam in Reichweite, dass ich den Angel mit Level 1500 dann bald erledigen kann und hoffe, dass ich da dann wieder einen weiteren Splinter bekomme. Und dann ist natürlich hier, wenn ich den nächsten weißen Orb-Splinter bekommen sollte, dann ist hier auch der erste Shared möglich. Das heißt dann nicht nur 10% hiervon als Multiplier, sondern tatsächlich dann den Multiplier von 2 zu aktivieren, weil die kleinen Shards sind ja dann die den Faktor 2 haben. Und das wäre auf jeden Fall dann schon sehr interessant. Ja, also soweit für heute. Das Halloween-Event läuft noch. Bis ich das Super-Item da bekomme, dauert es doch noch ewig, weil so schnell lassen sich hier die Dinger dann doch nicht bekommen. Auch wenn es irgendwie diese Maximalgrenze nicht ganz geben soll, ist es auf jeden Fall so, dass das nicht beliebig schnell einsammelbar ist. Also die Drop-Chancen sinken trotzdem rapide ab, wenn man schon länger an dem Event teilgenommen hat. Das heißt, irgendwo, keine Ahnung, wie lange das Event tatsächlich angedacht ist, wie lange es dauern soll. Auf jeden Fall kann man nicht mal eben so Hunderte davon einsammeln und dann dieses nette Item Vampire's Blood wirklich kaufen. Naja, und hier, wie ihr seht, bin ich schon durch. Naja, da hätte ich mir jetzt auch noch ein bisschen was aufheben können, um zu versuchen, dass ich hier den King eben hätte fotografieren können. Aber das wird dann jetzt auch nicht klappen. Also da muss ich nachher dann nochmal schauen am Anfang wieder, dass ich nur ganz knapp mit dem Damage hochgehe, dass ich dann hier bei dem König nicht so überlevelt bin, dass er halt einen Moment am Leben bleiben kann und ich dann die Chance habe, tatsächlich das Selfie zu schießen. Immerhin bringt das Selfie ja 5 Diamanten.
Also, bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Spielen von Zumbeidel. Tschüss.